Herzlich willkommen auf dem Betrieb Vetterle Farm, auf dem wir heute die Maschinendemo mit zwei Inrohack-Geräten durchführen. Auf dem Betrieb der Familie Vetterle sind Zuckerrüben eine wichtige Kultur. Um wirtschaftlich zu bleiben, ist es daher wichtig, für die Unkrautregulierung den Aufwand zu reduzieren. Vetterlis gehören zu den ersten, die den autonomen Sä- und Hackroboter Farmdroid in Zuckerrüben einsetzten. Die Weiterentwicklung in der Hacktechnik innerhalb der Reihen verfolgen sie seither mit großem Interesse. Wir lieben es, die Fortschritte in der Technik auf unserem Betrieb präsentieren zu dürfen. Mein Name ist Joel Mosiwan, ich bin von der Sefra Swiss AG. Wir haben das Ulmana KI-Hackgerät im Vertrieb. Das Ulmana ist ein tschechisches Produkt. Die produzieren die Kameratechnologie und die Software. Stahl und Eisen plus Endmontage wird in Österreich gefertigt vom Werk Samo. Das Ulmana Hackgerät wurde zuerst im Gemüsebau eingesetzt und jetzt auch vermehrt in Zuckerrüben, Mais, Tabak, Sonnenblumen und Kürbis. Hallo, ich bin der Thorsten von Dahlia Robotics. Ich präsentiere euch heute ein Roboter-Hackgerät, was wir als Dahlia Robotics zusammen mit der Firma Cavalletti entwickelt haben. Es ist eine Roboterhacke, die RTK-gestütztes Unkraut in der Reihe entfernen kann. Dahlia Robotics entwickelt Software und Elektronik für Landmaschinen. Ursprünglich stammt das Unternehmen aus dem Bereich vollautonomer Systeme. Heute liegt der Fokus verstärkt auf traktorgestützten Lösungen, weil die Nachfrage nach präziser In-Row-Hack-Technik stetig wächst. Also hier sehen wir die Cavalletti BioGuard-Hacke, ausgestattet mit dem Dahlia Robotics Ag AI Vision System. Dabei kann man ganz grob sagen, dass die grünen und schwarzen Teile vom Landtechnikhersteller kommen, zusammen mit der Hydraulik. Und die quasi grauen und weißen Teile, das ist Dahlia Robotics. Wie funktioniert das Ganze, beziehungsweise wie ist das Ganze aufgebaut? Wir haben hier die Hydraulikeinheiten. Da haben wir hier einmal eine Box, die quasi nicht sehr viel mehr macht, als die ganzen Signale zu verteilen, also Strom und Ethernet in diesem Fall. Da drüben haben wir unsere zentrale Recheneinheit, die ist dafür zuständig, den Verschieberahmen zu steuern und kümmert sich um die Positionierung der Hacke. Also die Hacke läuft mit RTK-GPS, man kann die Hacke mit alten Schleppern fahren. Alles, was sozusagen Hightech ist, bringt die Hacke selber mit. Die Hacktiefe wird mechanisch über Handkurbeln eingestellt. Die Höhenführung erfolgt über Tasträder, die eine gleichmäßige Arbeitstiefe sichern. Also hier haben wir eine Hackeinheit der BioGuard-Hacke. Da ist hier vorne sitzt das Kameramodul von Dahlia Robotics. Das Ganze steuert dann über einen Standard-Würfelstecker ein Hydraulikventil an. Also unter dieser Platte, beziehungsweise hier, sitzt dann ein Hydraulikzylinder, der dann eben ein- und ausfährt und die aktiven Hacken ansteuert. Die Hackmesser öffnen sich vor jeder Kulturpflanze und schließen sich unmittelbar danach wieder. Die Grundeinstellungen und Sicherheitszonen werden direkt auf dem Feld mit dem Tablet eingestellt. Die Leistung in Zuckerrüben liegt so ungefähr bei 4 Hektar am Tag. Das Ganze ist natürlich immer abhängig von meinem Feld, von den Bedingungen und so weiter. Also wir als Dahlia Robotics liefern die Bilderkennungssoftware. Deswegen sind die Preise beim jeweiligen Hersteller direkt zu erfragen. Ich sage jetzt mal, oberhalb von 100.000 muss man schon rechnen damit. Und jetzt zeigt uns Joel Mosiwan das zweite Hackgerät von Ulmana, den Typ Newman. Wir haben hier ein kameragesteuertes In-Row-Hackgerät. Die wesentlichen Vorteile bei diesem Maschine liegen darin, dass man sehr modular die Maschine gestalten kann. Man kann sehr einfach verschieben, auf die betrieblichen Bedürfnisse anpassen. Und das Wichtigste ist die Höhenführung. Wir haben kein Tastrad, sondern die Höhenführung basiert über Kameratechnologie. Die Höhenführung des Hackmessers über die Kamera statt über ein Tastrad bietet zwei Vorteile. Die Maschine kommt auch mit einem engen Reihenabstand zurecht, bei dem Tasträder stören würden. Zweitens, die Schnitthöhe des Hackmessers lässt sich bequem via Tablet einstellen. Dank eines präzisionsgeführten Zylinders bleibt die Höhe konstant, unabhängig von der Bodenhärte oder Beschaffenheit. Das garantiert eine exakte Zwangshöhenführung. Hier sehen wir die Kamera. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Blitzleuchten. Die sind dazu da für den, wie sagen, den 24-Stunden-Betrieb. Im Tag benötigen wir das gegen die Sonne, wenn die Sonne ganz extrem flach unten reinscheint.
haben wir mit dieser Beleuchtung keine Schattenwürfe und in der Nacht für die Beleuchtung. Weiter sehen wir hier die große Kamera, die ist dazu da für die Erkennung von der Kultur. Und da haben wir noch zwei kleinere, die sind für die Umgebung da und die machen die Höhenführung und auch die Speed-Erkennung. Wenn eine Kultur noch nicht im System hinterlegt ist, kann sie von einem Landwirt oder einer Landwirtin selbst angelernt werden. Dazu wird die Kultur vorab beim Hersteller angemeldet. Bei der Lernfahrt bleiben die Hackmesser geöffnet, während die Kamera Bildmaterial sammelt. Ab rund 300 Bildern wird ein erstes Modell erstellt, das bereits einsatzfähig ist. Während des regulären Hackens wird das Modell weiter automatisch verbessert. Auch das Hackgerät von Dahlia Robotics kann neue Kulturen auf ähnliche Art erlernen. Man wird viel gefragt, was ist dann die Geschwindigkeit, die Leistung, Flächenleistung. Als Referenz beim Salat, der so 25-30 gepflanzt ist, fährt man gerne mal zwischen 3 und 4 km/h schnell. Für den Einsatz der Maschine reicht ein Standardtraktor. Es wird kein GPS benötigt, nur Strom, Zapfwelle und eine 3-Punkt-Hydraulik. Kosten, wir liegen bei dieser Maschine, so wie wir sie hier sehen, mit 6 Aggregat ab rund 150.000 Schweizer Franken. Das ist abhängig je nach Optionen. Mein Eindruck von den beiden Maschinen, die wir heute auf dem Feld hatten, ist sehr positiv. Ich bin ziemlich begeistert, dass die Technik diese Fortschritte macht. Ich warte schon einen Moment auf die Inroad-Technologie und die beiden heute hier zu sehen, wie sie wirklich funktionieren und auch noch zu hören, was es da für Möglichkeiten gibt, lässt mich sehr positiv stimmen für den weiteren Zuckerrüben und auch anderen Anbau im Ackerbau. Aber Marcel Vetterli sieht auch Herausforderungen. Also für mich ist ein großes Manko von diesen Maschinen ist zum einen der Kostenpunkt. Sie sind für einen einzelnen Betrieb fast nicht tragbar. Zum anderen ist es extrem viel Technologie, extrem viel Sensorik. Das haben wir in der Landwirtschaft sowieso. Also es graut mir schon noch ein bisschen von allen möglichen Fehlerquellen. Doch welche sind nun die Vorteile der gezeigten Systeme im Vergleich zum autonomen Sä- und Hackroboter Farmdroid? Hier kann man mit leistungsstarken Standardmaschinen schneller säen und hacken und so auch kurze Wetterfenster besser nutzen. Und wir hoffen schwer, dass diese beiden Hackgeräte oder diese Technik uns erlaubt, die Unkraut-Jet-Handarbeitsstunden auf unter 50 Stunden zu bringen. Das ist für uns so das goldene Ticket. Alles darunter ist sehr lukrativ und damit können wir auch solche Maschinen hoffentlich finanzieren. Alles darüber müssen wir aufpassen. Über 100 Stunden ist ungünstig und zudem jette ich gar nicht so gern.